Grundrente und Scheidung. Geht die Grundrente an den Ex? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich arbeite gerade zurzeit an unserem neuen Grundrentenratgeber, den wir ja in ein paar Tagen oder in Kürze veröffentlichen wollen. Wir liegen sozusagen in den letzten Zügen. Und da habe ich in dem Gesetzesentwurf zur Grundrente von der Bundesregierung vom 8. April 2020 Folgendes gelesen. Der Zuschlag an Entgeltpunkte für langjährige Versicherung ist bei Durchführung eines Versorgungsausgleichs wie sonstige Anwartschaften innerhalb der Ehezeit zwischen den Ehegatten zu teilen, unabhängig davon, ob die ausgleichsberechtigte Person die Voraussetzung für die Grundrente selbst erfüllt. So steht es auf der Seite 38 der Bundestagsdrucksache 19/18473 geschrieben. Und diesen Satz muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt also, wenn die Ehe geschieden wurde oder geschieden wird, hat der Ex möglicherweise Anspruch auf die Grundrente seines ehemaligen oder seines Ehepartners, von dem er sich scheiden lassen will oder schon geschieden ist, auch wenn er selbst gar keinen Anspruch auf die Grundrente hat. Der Versorgungsausgleich macht es de facto möglich. Diesen kann man auch für die Vergangenheit beantragen, aber das sollte man wirklich nur dann tun, wenn echte Rechtsänderungen eingetreten sind, die sich für die Vergangenheit auch zugunsten des Antragstellers auswirken oder zum Beispiel eine neue Rechtslage eintritt durch eine höchstrichterliche Rechtsprechung. Denken Sie bitte an das nagelneue oder das aktuelle Urteil vom Bundesverfassungsgericht in Sachen Versorgungsausgleich und Betriebsrenten/Pensionskassen. Daher unser Tipp, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie im Falle der Grundrente Ihres Ex sich dort Teile holen wollen, dann bitte lassen Sie sich anwaltlich beraten, und zwar von einem Fachanwalt für Familienrecht oder jemanden, der ein bisschen Ahnung davon hat, nicht, dass der Schuss nach hinten losgeht. Denn in dem Moment, wo Sie das Versorgungsausgleichsverfahren bei einer bestehenden, also wenn die Ehe schon geschieden ist, wieder öffnen, kann man auch sozusagen, wir sagen immer, die Büchse der Pandora öffnen. Nochmals, herzlichen Glückwunsch, Ex. Du kannst möglicherweise Anspruch auf die Grundrente deines geschiedenen Ehepartners haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.